So, ihr Lieben, wir haben es 10:30 und ich denke, ich fahre mal los und schau mal, was denn so unterwegs los ist. Also mit anderen Worten, Bleiregen ist bei Neid. Seht ihr jetzt. Hier sind die Radio Primavera Nachrichten. So, hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. Ja, wir schauen mal an, wie es denn aussieht auf Playa de Ingles oder in Playa de Ingles nachts um 10:30. Entschuldigung, 10:30. Und wir fangen an mit der Sita. So, also wenn man glaubt, es wäre so gar nichts los, dann muss man sagen, das stimmt auch nicht. Allerdings, eins ist klar, wir warten natürlich darauf, dass die Gänge voll werden. Aber ein bisschen Menschen laufen. Ja, was soll ich da einfach zu sagen? Was man sagen kann, ist, das Wetter ist herrlich. Es ist einfach herrlich, richtig angenehm, 23 Grad, windstill. Und ja, jetzt fehlt nur noch ihr. So kann man es vielleicht richtig formulieren. Jetzt hätte ich euch beinahe die kanarische Sonne gezeigt, aber es ist doch einfach nur eine Laterne. So, die am Centro Comercial La Sandia. Ja, Freunde, La Sandia hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Die haben draußen eben diese Außenbereiche. Und da seht ihr, da ist schon richtig was los. Kann man gar nicht anders sagen. Und ja, auch hier ist natürlich klar, ganz milde Temperaturen. Windbefreit, so kann man es nennen. Und ja, alles ist wirklich schön. Wir warten auf euch. Übrigens, wenn einen interessiert, der Asphalt leid, er ist immer noch derselbe. Und es gibt hier ein Loch, guck mal, da haben sie was reingemacht. Da bin ich mal mit dem Roller geflogen, weil da hing mein Reifen drin. Und dann war ich dann über den Roller drüber geschossen. Das war nicht ganz so angenehm. So, jetzt gehe ich aber noch einmal kurz schnell rein und schaue mir die La Sandia von innen an. Wartet. Hier ist der Eingang. Ihr kennt es ja. So, ihr Lieben, und ich bin hier in der La Sandia. Normalerweise ist da, wo ich hier drauf stehe, die Tanzfläche. Und auch da seht ihr, Licht ist an. Viele haben jetzt schon leider zugemacht. Aber auch hier ist schon ein bisschen was los. Es kommt. Und wir warten alle auf den 1. September, auf den Donnerstag. Dann wird hier alles andere auch geöffnet sein. Ja, ich ziehe mal weiter zum Jumbo. So, ihr Lieben, und Entschuldigung, ich bin am Jumbo und erfahrungsgemäß natürlich im Sinne der Sache schon das bunteste Ambiente. Also man staunt um diese Uhrzeit, ich schaue auch mal gerne drauf, ich bin ein bisschen aufgehalten worden, wir haben jetzt mittlerweile 11:45. Der Minigolfplatz ist sehr, sehr stark frequentiert, gefühlte 80 Leute sind immer noch da drauf und ihr seht ganz, ganz viele Taxen, die hier parken. Also man erwartet hier das meiste noch. Und gehen wir ein bisschen über die Straße und zeige es euch einfach mal von oben. Ja, ein buntes Spektakel. Allerdings auch hier. Wir warten auf euch. Schreibt doch mal drunter unter dieses Video, wann ihr euch auf Gran Canaria in dieser Saison erwartet. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es einfach mal drunter schreibt. Wäre schön. Einfach drunter schreiben. Von wann bis wann ihr kommen wollt. So, jetzt gehe ich noch mal einen Kreisel weiter. Einfach mal ein bisschen noch zeigen, wie es auf der Avenida de Tiahuana aussieht. So, und jetzt bin ich hier, ihr seht das, an dem Kreisel Avenida de Tiahuana, gekreuzt mit Avenida de Bonn. Und ja, ist schon ein bisschen ruhiger, aber ich höre das mit Sicherheit. Super windig geworden. Richtig Wind entstanden. Gar nicht mal in den höheren Höhen, sondern eher hier unten, hier da wo ich halt stehe, in 1,80 Meter Höhe. So. Ich freue mich schon auf die Weihnachtsbeleuchtung. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme gerade. So, ihr Lieben, aber das war jetzt Playa de Ingles by Night. Wir haben es jetzt 11:45. Ich sage Dankeschön, schön, dass ihr es gesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, macht einfach einen Daumen hoch. Tschüss, bye bye, sagt euer, dein, ihr, Martin Schubert. Ciao.